für uns hier die Gegner, die wollen wirklich nur zum Vor. Dann greifen wir die hier so an. Sorry, dass ich gerade nicht viel sage, Leute. Das ist ja echt krass, ey. Die sich eiskalt nur darauf konzentrieren, zu unserer Piazza zu kommen. Zurück zur Piazza. Ihr kümmert euch um die verbleibenden Feinde dort hinten. Gut, dann ziehen wir euch anders auf hier. Leute, das ist vielleicht was hier. Die KI ist vielleicht manchmal programmiert, da stellen sich einem die Haare auf. Na gut, sollen sie halt da runterkommen. Wir werden schon sehen, was sie davon haben. Ja, mein Offizier, der geht schon. Und da kommen die ersten schon runter. Der Großteil ist noch gar nicht mal drin, aber sie haben es auf die Piazza abgesehen. Ja, die schießen einfach schon. Also, wie gesagt, diese Taktik, die hat es wirklich gebracht. Bin ich ganz froh, dass wir die erforscht haben. Mal schneller zurück hier, Jungs. Feuern und vorrücken. Naja, genau, das haben wir jetzt fertig. Das können wir jetzt einstellen. Das ist ja lustig. Befehle werden befolgt. Ist ja echt lustig. Naja, hinterher. Was, bevor ihr euch jetzt da wieder formiert habt. Machen wir es lieber so. Ach, jetzt verarschen die mich auch noch. Und ihr verarscht mich auch, sagt mal. Nietz kann leider diese ganzen Taktiken nicht. Na gut, Hauptsache sie schießen.
Ja gut, anstatt dass sie das Tor nehmen, nein, sie laufen oben rum und seilen sich ab. Also ihr solltet euch vielleicht mal umdrehen. Jetzt kommen sie, weißt du, also... So, jetzt schauen wir mal, ob die hier irgendwie mal einen Finger rühren und sich darum kümmern, dass da meine Leute gerade dahinter aufmarschieren. Nein, die schießen nach wie vor auf meine Mauern. Dann sollen sie das gerne machen. Exekutionskommando marschiert hinter euch auf, Jungs. Also, na, jetzt wird erstmal gemütlich nachgeladen. War der Krieg früher. Da ist auch nachts nicht gekämpft worden. Jetzt nerven die da immer noch rum. Gut, dann muss es sein. So, hier sind wir mal wieder in so einem epischen Nahkampf drin, anstatt dass einfach mal irgendeiner zusticht. Genau, fegt sie mal hinfort und bitte ein bisschen schneller als sonst. Ach, wieso ist der da vorne jetzt lustigerweise gestorben? Der feindliche General ist tot. Der Feind allgemein ist tot. Und somit können wir wieder einen glorreichen Sieg verkünden. Vom Feind ist damit nicht viel übrig geblieben. Von mir jedoch schon. Und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier noch mehr Kriege mit den Polen fechten, werden wir das jetzt hier demnächst mal, ja. Die sprinten, die Russen, hä? Jetzt hier sehe ich ja dank der Handelsbeziehungen die ganzen Schritte Russlands, zumindest die da oben in Skandinavien. Ich bin ja jetzt persönlich mal ein bisschen gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil mein Ostindien-Fahrer dürfte jetzt endlich mal fertig sein. Den kann ich dann mal zu den Handelsschauplätzen entsenden. Naja, anscheinend diese Landbrücke wirklich nur für die Handelsroute zu sein scheint und nicht für... Die hohe Besteuerung der herrschenden Klassen hat Auswirkungen auf den Wohlstand dieser Provinz. Eine jetzige Senkung der Steuern... Ich hab dich doch schweigend gestellt. Böhmen und Mähren, ein protestantischer Missionar, das ist doch super. Da wird er wahrscheinlich hier rumgurken. Perfekt. Ja, ja, du kannst wieder normal laufen, Kumpel. Seid gesegnet. Postwende. Gottes Wille geschehe. Gut, dann gehst du da runter. Kann ich euch noch irgendwie dienen? Hier werden wir das so machen. Das hier werden wir jetzt auch mal ausbauen. Die Eisenmine. Eisenmine mit Dampfpumpen. Aber echt. Da brauchen wir nicht mal eine Echtzeitschlacht zu machen gegen so einen Mini-Haufen Gegner.
Das rentiert sich nicht mal. Der Rolf Krüger hat plus 1. Bereit und in Erwartung von Befehl. Ah, mein Ostindienfahrer ist fertig. Die Artilleriefabrik in Berlin ist fertig. Und die neue Gusstechnik wurde erforscht. Bereit machen! Allerdings ist das etwas, was allgemein passiert und was ich nicht beeinflussen kann. Genau, dann werde ich jetzt gen Galatien marschieren. Vorwärts für Krone und Vaterland! Halt! Ach, 34, das lässt sich noch verschmerzen als Marineunterhalt. Jetzt schauen wir mal, zu was mein Ostindienfahrer so fähig ist. Alles bereit machen! Sofort! So, die muss ich jetzt da wieder rumschicken. Auf Position, Euer Majestät. Und wieder eine Runde warten, das ist natürlich immer göttlich. Währenddessen werde ich hier mal so diese ganzen Dinge hier wieder ausbauen, was ich jetzt nicht mehr kann. Ach komm, hey, es ist alles, das verschwendet alles immer so viel Zeit hier. Na gut, ich hoffe, wir können uns demnächst mal dann wieder in eine große, epische Echtzeitschlacht stürzen. Und nicht so ein trauriges Häufchen, was wir bis jetzt hier machen. Die Gegner, die kriegen wieder, also die Franzosen besonders, die kriegen wieder Croissants jetzt in den Arsch geschoben, damit sie ein bisschen schneller laufen. Und sie besetzen Straßburg. Ganz groß. Nee. Dem werde ich bald mal Einhalt gebieten. Russen, die fangen hier mit so Mini-Armeen hier das Sprinten an. Die Schweden, die kriegen hier jetzt gerade die endgültige Klatsche. Angriff ablehnen. Danke. Das ist ja gut, dass man hier einen Angriff einfach mal ablehnen kann. Weil sie schlachten. Ne, ich wollte mich jetzt hier nicht gegen eine überlegene Streitmacht ins Getümmel stürzen. Ich weiß, ihr erwartet vielleicht die Seeschlachten schon. Meine Stärke liegt aber gerade einfach beim Land. In Ostpreußen entsteht ein neuer Hafen. Ja, das läuft ja hier. Schiffswerft. Dann würde ich mal sagen, hier bauen wir jetzt endlich mal eine Schiffswerft. Ja. Bereit für Befehle. Diese Gewässer sind sehr gefährlich hier. Auf der Weg, Captain! Vom Feind lösen! Ah, nein, 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 wo fahrt ihr denn? Hin. Ich glaube, ich habe so schnell keine Möglichkeit. Dorthin kann ich nicht segeln, Captain. Euer Majestät? Wir müssen es von einem anderen Hafen aus machen. Beziehungsweise, nee, wir kommen da einfach gerade nicht hin. Das ist ja ein Scheiß, echt, ne? Wobei, jetzt schicke ich die mal hier rauf. Nachschub wird gesammelt!